Hey, mein Name ist Fabian von JumpRopeBerlin.com und heute zeige ich euch zwei Mini-Kombos, die auf jeden Fall jeder Anfänger in seinem Repertoire haben sollte. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bevor ich direkt ins Tutorial starte, kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle Seile, die ich in meinen Videos benutze, sind entweder unsere Beaded Ropes mit verstärkter Kordel oder aber unsere 5 mm PVC Seile. Beides findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann legen wir auch schon direkt los mit der ersten Combo und das ist der sogenannte Side-Side-Open-Cross, kurz SSOC. Ja, was wir dafür tun, ihr seht es nebenan auch in der Slow-Mo im Video, wir machen Side-Swings. Der erste Side-Swing ist ein sogenannter Cross-Side-Swing zur linken oder zur rechten Seite, je nachdem, wo ihr anfangen wollt. Beim Cross-Side-Swing ist der äußere Arm ein Stückchen vom inneren Arm, also vom kreuzenden Arm, entfernt. Dann wechseln wir die Seite in einen sogenannten Open-Side-Swing. Dabei geht der kreuzende Arm über das Handgelenk des anderen Arms. Dann gehen wir in einen Open Jump, das heißt, wir springen einmal durch das Seil und dann folgt ein Cross. Ja, das Ganze sieht gesprungen dann in etwa so aus: Side, Side, Open, Cross. Ja, ganz easy, sollte auf jeden Fall jeder Anfänger als allererstes lernen. Worauf ist insbesondere zu achten? Insbesondere die Side Swings sollten möglichst dicht am Körper stattfinden. Ja? Wir machen keine exzessive Armbewegung, wir schwingen das Seil nicht irgendwo vor dem Körper, sondern die Hände bleiben möglichst nahe der Pocket Position. Das heißt, wir machen alles so vertikal wie möglich. Das Seil schwingt so vertikal wie möglich. Beim Wechsel gibt es natürlich eine kleine diagonale Phase, aber insgesamt sollte das Seil wirklich recht vertikal sein. Dann beim Open Jump. Ganz wichtig, dass ihr beim Open Jump nicht die Hände zu weit nach außen nehmt, weil ihr dann einen sehr, sehr langen Weg habt, um die Arme vor dem Körper zu kreuzen. Das wird in der Regel dazu führen, dass ihr auf das Seil springt. Nachdem ihr dann durch den Cross gesprungen seid, macht ihr das Seil natürlich wieder auf in einem Open Jump. Auch da bitte unbedingt darauf achten, dass die Hände nicht zu weit vom Körper weggehen. Der Open ist ganz, ganz eng am Körper. Wir versuchen mit den Handgelenken die Hüftknochen zu erfühlen. Ja? Das heißt, wir machen keinen großen Cross nach vorne, sondern wir bleiben dicht in dieser Zone hier, kreuzen einmal die Arme und kommen zurück in die Pocket Position. Das ist wirklich wichtig, insbesondere wenn ihr danach mehrere Crosses hintereinander machen wollt. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Combo und das ist ein Side Open, Cross Open, also kurz SOSOCO. Ihr hört es schon am Takt, es ist immer ein Zweiertakt. Ja, das heißt Side Open, Side Open, Cross Open. Worauf ist dabei zu achten? Beide Side Swings sind diesmal Open Side Swings. Das heißt, das Handgelenk des kreuzenden Arms wird wieder über dem anderen Handgelenk platziert, damit ihr von da aus in einen Open Jump gehen könnt. Ganz wichtig, zieht den Arm nicht hoch zur Schulter. Das sorgt für eine ganz, ganz schlechte Form und sorgt vor allem dafür, dass das Seil überall hingeht, aber auch, dass ihr den Arm sehr weit nach vorne nehmt, um das Seil dann wieder zu öffnen. Das heißt, wir bleiben auch hier möglichst dicht in der Pocket Position. Ja, wenn wir also springen, Side Open. Ja, Handgelenk über Handgelenk, dicht am Hüftknochen bzw. in der Pocket Position. Handgelenk über Handgelenk. Das Ganze auf der anderen Seite selbstverständlich auch. Side Open. Das Seil sollte wieder so vertikal wie möglich sein. Der Wechsel vom Side Open direkt in den Cross kann am Anfang ein bisschen schwierig sein. Ich bin mir aber sicher, nach ein paar Versuchen kriegt ihr das easy hin. Also insgesamt sieht das Ganze so aus.
Slide open, cross open. Wenn ihr diese beiden Kombos beherrscht, dann könnt ihr die natürlich beliebig ausbauen, insbesondere anderes Footwork zum Beispiel hinzufügen. Versucht das mal im Running Step zu machen oder meinetwegen auch im Shuffle. Tutorials findet ihr in der Footwork Section. Nehmt euch für alles ein bisschen Zeit, wenn anderes Footwork dazu kommt, dann kann es sein, dass Skills, die ihr eigentlich easy könnt, auf einmal nicht mehr funktionieren, weil die Füße sich eben anders bewegen und das ist koordinativ dann natürlich anspruchsvoller. Was ihr auch unbedingt machen solltet, ist, ihr solltet das immer auch von beiden Seiten aus starten können. Ja? Also wenn ihr normalerweise in den Side-Side-Open-Cross geht, macht nicht immer nur den Side-Swing zuerst zur linken Seite, sondern fangt auch mal auf der rechten Seite an, kreuzt mal mit dem anderen Arm oben. Ja? Es sollte alles immer auf beiden Seiten möglichst gleichmäßig trainiert werden, weil ansonsten erstens entwickelt ihr Disbalancen und zweitens ist, ihr dreht euch ansonsten später immer nur in eine Richtung. Das sieht irgendwie komisch aus, das ist unausgeglichen. Wir wollen ja möglichst ausgeglichen sein und alles auf beiden Seiten vorwärts und rückwärts können. Das war es auch schon für heute mit den beiden Beginner-Kombos, die ihr auf jeden Fall unbedingt lernen solltet. Wenn ihr die könnt, dann findet ihr in den jeweiligen Playlists viele, viele weitere Kombos, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber startet damit, wenn ihr das könnt, hilft euch das auf jeden Fall für andere Kombos sehr, sehr viel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten bis bald.